Johnson. Das geht gesundheitlich auch noch ganz gut. Ich bin vor einem Monat erst vom Campus. Ja. Wie alt sind Sie inzwischen, Herr Abramson? Ja. Darf ich das fragen? Ja, na klar, dürfen Sie fragen. Kriege ich auch eine Antwort? Am 9. März wäre ich 90. Schon gut, geht schon, ne? Dafür, finde ich, haben Sie sich sehr jung gehalten. Wie hat das jetzt schon zu Wir haben ja, ich habe mir gerade schon draußen die Ausstellung angeguckt von den Jugendlichen, die ja in Riga auch vor Ort waren. Ne? Haben Sie die auch schon gesehen? Nein, ich habe es noch nicht gesehen. Wie finden Sie das denn so grundsätzlich, dass das auch so immer wieder ein Thema in Schulen ist? Nicht nur, dass jemand kommt und was erzählt, sondern dass Sie sich auch selber auf den Weg machen und versuchen, diese Geschichte irgendwie zu verstehen. Ja, kann ich Ihnen sagen. Mhm. Ich habe die ganzen Jahre über in Schulen, im Fernsehen, überall gesprochen. Mhm. Das wissen Sie, ne? Mhm, das weiß ich, ja. Ich hatte einen Freund gehabt, das war Rabbiner Lubliner. Mhm. Dem habe ich eines Tages gesagt, ich bin Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, bin Israel-Stiftung mit im Vorstand, christliche Gesellschaft im Vorstand und habe noch einen Beruf. Mhm. Ich muss meine Familie ernähren. Dann dreht er sich unlustig und gehe in den Schulen. Mhm. Da hat Rabbiner Lubliner zu mir, Rolf, sagt er, alles kannst du aufgeben, aber Kinder dich rufen, dann geh hin. Und wenn du von den 50 Kindern nur einen erreichst, dass Juden nicht schlechter sind wie die Christen, dann hast du viel Zeit. Und haben Sie das Gefühl, dass Ihnen das auch gelungen ist? Ich glaube ja. Mhm. Ich habe Kinder gehabt, zum Beispiel ein Fall, ich war ja im Bochum Zwangsarbeiter. Mhm. Und Frau Dr. Wölk hat mich dann gerufen, ich möchte doch vor einer Schulklasse mal sprechen, was ich als Zwangsarbeiter im Bochum erlebt habe. Und habe gesagt, ja, das mache ich gerne. Und dann ruft sie nach drei Tagen an, sagt sie, aber ich habe furchtbares Theater hier. Ich habe alle Schulen angesprochen, um eine Klasse zu finden. Und morgens um 8 Uhr hat sich dann einer gemeldet, schon bei uns, mit drei Klassen. Herr Abramson, die sollen doch nicht so weit hinten sitzen. Ja, doch. Hier ist billiger. Das ist hier billiger. Ja? Ja. Aber super. Heute nehmen wir doch keinen Eintritt. Haben Sie keinen? Nee, ich habe mich vorhin auf der Bühne gesetzt. Und dann sagt sie, dann ist sie das Telefon heiß gelaufen. Und ich habe dann zum Bürgermeister muss ich kommen. Weil eine Schule mit drei Klassen da ist und andere können ja nicht kommen. Ich habe einen Platz für 270 Kinder. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn sie noch 5, 6 Mal kommen würden, wäre es gut. Ich sage, Frau Dr. Wölk, für Sie komme ich zweimal. Ich bin beim ersten Mal da gewesen. Dann habe ich gesagt, wenn Ihnen heute etwas nicht gefallen hat, kann ich ja morgen ändern. Ich sage, wenn Sie morgen nur 50% von dem sprechen, was Sie heute sprechen, da wäre schon ein Erfolg. Aber morgen sind wir nicht hier. Ich sage, wo sind Sie morgen? Ja, im Theater in Bochum. Schon ausgebucht. Also schon weg. Wir gehen allein 1200 Menschen durch den Moment. Dann hat sie mir gesagt, ich habe furchtbar das Theater gehabt hier. Hallo, mit dem Intendanten, der wollte nicht haben, dass die Kinder hier reinkommen. Die haben gedacht, die ganze Schule, das Theater müssen wir machen. Ja, ja, klar. Und wie ich fertig war mit meinem Gequatsche, ne? Ja, da kommt er zur Bühne und sagt, kommen Sie morgen wieder? Ja, also die Schule ist schon interessant. Herr Abramson, ja. Darf ich zwischendurch mal 2, 3 Fotos von Ihnen machen für die Mahler Zeitung, wenn Sie so im Gespräch sind? Ja, okay. Dürfen Sie machen. 5 Euro kriege ich dafür. Mindestens.